Published by Mixed Vision. Studio Fispin. Unity und Mod gemacht. Ich hoffe, es ist alles wieder zu hören. Zum Starten die Leertaste drücken. Oder die Enter-Taste. Ich bin bekloppt. Sorry. Dann nochmal offiziell. Damit willkommen. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer. Zu einer großartigen Premiere live auf Twitch. Wir spielen Men of Islands einen Tag nach Release. Ich habe das Spiel gratis von den Entwicklern bekommen. Ich habe es bei einem Gewinnspiel gewonnen. Also insofern, ich bin mir nicht sicher, ist es ein bezahltes Product Placement, ist es nicht. Ja, ich bin den Entwicklern trotzdem sehr dankbar dafür, dass sie mich das Gewinnspiel gewinnen haben lassen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendwie danke fürs Machen dieses Spiels. Eine Demo-Version davon haben wir schon gespielt. 2020, glaube ich, oder 2021, war das 2021 schon. In irgendeinem Steam Game Festival haben wir das mal gespielt. Da habe ich schon mal eine Demo-Version eine Stunde lang gespielt davon. Jetzt in der Vollversion am Tag nach dem Release. Live auf Twitch und dann später auf YouTube. Na gut, na dann. Ich würde mal sagen, legen wir los. Wir starten ein neues Spiel. Mint of Islands. Los geht's. Inhaltswarnung. Mint of Islands ist ein Spiel, das von komplexen Themen wie Traumata, Ängsten und zerstörerischem Verhalten gegenüber sich selbst und anderen handelt. Außerdem können die Bilder und die Sprache des Spiels bestimmte Menschen triggern oder beunruhigen. Moos Reise ist ihre ganz persönliche Geschichte und soll nicht als allgemeine Darstellung von Menschen verstanden werden, die derartige Probleme haben. Hier, ihr seid gewarnt. Ich wollte noch die Einstellung machen. Du schließt das Spiel nicht und schaltest das System nicht aus, während das Speichersymbol angezeigt wird. Das Spiel lässt sich am besten mit Kopfhörern hören. Oder passt die Musik so? Für den Anfang vielleicht. Geht es los? Four brothers. Vier Brüder. Safan. Baga. Ande. And Ofla. Bound by eternal purpose. And a girl named Moor. Has learned to sleep under the hissing tubes and the ever-humming chambers. The pumping cylinders give her comfort, the drumming of a job well done. Nothing startles her more than silence. There is no rest for the apprentice. Befehl
Wegemo mit den Pfeiltasten, benutze F, um die Objekte mit der Umgebung zu interagieren und untersuche mit dem Augensymbol. Das Tutorial. Erkunde die unterirdischen Gänge, finde heraus, warum die Maschinen stillstehen. So, hier haben wir ein Speichermenü, oder? Werden wir noch sehen. Mit den Pfeiltasten müssen wir uns bewegen. Mit F machen wir es, glaube ich, ja. Erinnerungsstück von der Oberfläche. Fotos. Viele davon sind von Mos Schwester Migri. Hier können wir hinauf. Das hier ist kein guter Ort, um ein Haustier zu halten. Es scheint ja ihre Wohnung zu sein, also hält sie ihr Haustier dort. Wie es ausschaut. Zeichnungen, Entwürfe und Baupläne. Schlichte Werkzeuge für Moosstift Klein. Und hier haben wir magisches Zepter. Das ist den Omni-Switch auf. Und das ist der Omni-Switch aufgehoben. Da war ihn den Omni-Switch. Hat es gedrückt, um den Omni-Switch rauszuholen. Er zeigte wie ein Kompass zu deinem nächsten Ziel. Und verschaffte dir Zugang zu den Maschinen der Riesen. Aha. Sehr schön. Hier haben wir's. Unser Inventar. In Versuch, diesen Ort etwas lebendiger zu gestalten. Ist wohl nicht sonderlich gelungen. So, danach auf geht's. Okay, wir betreten das schleimige Etwas. Ah, mit Schiff kann man laufen. Sehr schön. Runterklettern. So, und Space. Aha. Langsam verstehe ich die Spielsteuerung. Bisschen ungewohnt, Spielsteuerung. Weil ich mit WASD und so. Aber okay. Nicht weiter schlimm. Ah, da brauchen wir den Stab für. Oder nicht? Durchkrabbeln. Krabbeln wir durch den Darm durch. Moore has done so much around here. Repaired and watched and built. But in this deathly silence, she is once more taunted by the one thing she will never be able to do. Oha. Das ist der erste Riese. Their engineering can be studied and replicated, but their strength they selfishly keep. Er schläft, wie es sich anhört. Scheinbar schläft er. Ist bei der Kurbel eingeschlafen. And the manufactured tubes. The engines are powered by physical force. Aha. But the kind that no mere human could ever muster. So, hier hoch. Riesen. Oh, Safran. He was always the weakest. Ach, das ist Safran. He is struggling to breathe. Even Mo can taste the stale air in her mouth. It seems the ventilation system isn't working properly, but nothing does without the engine. Mhm.
Maschinen müssen laufen, damit das Ding, was auch immer es ist, damit hier alles funktioniert. Geh zum Monitor und schaue nach. Können wir den Stab reinstecken? Achso, nach oben müssen wir. Schau hier nochmal nach. Okay, da können wir nicht lang. Doch. Nein, können wir nicht. Also nach oben. Und durch die schleimigen Adrien. Wände durch. Hier wird erstmal geangelt. Gehangelt. Wir müssen ja einen Monitor finden. Der uns etwas anzeigt, was wir überhaupt gebrauchen können. Okay, nach oben müssen wir. Ah, okay, da geht's hoch. Hier. Die kleine Moor auf große Wanderschaft. Lebte schon mal in einer Art riesigen Kadaver. So sieht es mir fast, so sieht's fast aus. Without power, the observatory is not much use. Okay, der Omni-Switch sagt, dass wir dort rein müssen. Ich bin der Omni-Switch um den Strom. Um Strom zu machen. Ins Auge reinstecken. Oha! Sieht aber nicht. Sieht aber nicht gut aus. Will ich nochmal nachgucken? Kein Strom. Okay, es und die. Ah, okay, hier können wir so ins Auge wahrscheinlich oben und pumpen. Sehr schön. It hits Mo like a punch to the chest. It is all four of them. They all broke at the same time. Failed at the same time. Something grave must have occurred. But what? Versucht die Oberfläche, um herauszufinden, warum das Belüftungssystem ausgefallen ist. Das ist schlecht. Wenn das Belüftungssystem ausgefallen ist, ist ja nicht wirklich ein Leben möglich. Weder für die Riesen noch für die kleine Mo. Jo. Hier geht's hoch. Passiert wieder was? Der Tür. Without the veil, the air is too toxic to breathe. And just as Moore feared, the vents have all shut. The poison is kept out, but so is the oxygen. Safan is slowly suffocating, and the other three may have it worse. Aha, da müssen wir unseren den Omni-Stab reinstecken. Und kurbeln, und kurbeln, und kurbeln, und kurbeln.
Aha. Jetzt dürfen wir uns hiervon nicht treffen lassen. Verstehe. Der ist Jump and Turn. Nochmal von vorn. Hier gekumpelt. Verdammt. Ist das erste Kernhindernis schon zu überwinden? Können wir hier mal springen? Wäre eine Idee. Ach, können wir natürlich nicht. Verdammt! Muss man drüber springen, oder? Damit Anlauf mal durchrennen. Das ist ohne Alternative. Wäre eine Idee. Nee, das war nicht gewollt. Aber jetzt zum Rennen. Verdammt. Das muss hier noch geübt werden. Jetzt. Oha. Komme ich da nur rüber? Nehmen wir Herzensprung. Das ist sehr gut. Ein Wal. Sind wir im Inneren eines Wals? Kann das? Scheint fast so. Den wir gerade einen Schluck. Schluck Wasser. Minute of Aliens, ein Game by Studio for Spin. Und damit nochmal offiziell willkommen zu einem neuen Projekt auf Zwergenfürst LP. Minute of Aliens. Mein Sommerprojekt dieses Jahr auf diesem Kanal. Vergangenes Jahr war. Ja, ich glaube, es war 2020, da war. Wie ist das? Ich hatte den Namen gerade noch Summer of Mara gespielt. Das ist auch sowas Seefahrtmäßiges. Kapitel 1. Safran. Kapitel Safran. Im Gegensatz zu Nemo weiß ich auch. All three purifiers are down. As if more needed any confirmation beyond the spores in the air. This is on you, Safran. Mo grunts. Pray it is not too late for me to fix your mess. Du warst jetzt bestimmt. Gab's doch einen Weg runter. Oh, oder so. Und da wollten wir ja hier erstmal hier fixen. Okay. Das soll jetzt einfach nur zeigen,
die aussehen. Was erkennen und was sie finden. Mo hat sich nie für das Angeln interessiert. Rumsitzen, nichts tun. Einige Stücke aus der umfangreichen Sammlung ihres Onkels. Okay. Sehr schön. So kommt man auch runter. Du musst das Runtersteigen nochmal üben, das Runterklettern. Das habe ich bisher nur zufällig geschafft. Ach, da ist der Wal. Schlimm sieht er aus. The smell made it clear. It died a long time ago. And now, the spores are taking hold of whatever remains. A better fate than the fungus eating you alive. Okay. Lauf mal dem Kadaver des gestrandeten Wales vorbei. Da wollen wir gar nicht weiter rundherum rumwühlen. Und weiter geht's. Das Schiff muss kurz aufgeladen werden. Gehen wir doch hin. Mit dem Stab. Ich denke doch. Ach so, hier drüben. Sehr schön. Und hier. Na komm. Und das übliche Prozedere. Nach oben. Und pumpen. Da ist das Schiff. Schiffstauglich. Hochseetauglich. Aha, eine Kraken, ein Krakensteg. Do not worry. I will fix your mess. And I will save our homes. Moore reassures herself. Aha, ein Boot. Verlassen wir die Insel. Bist du sicher, dass du die Reise beginnen willst? Die Insel Boan verlassen willst? Ja. Können wir vielleicht bereuen, weil wir ja eins versaut vergessen haben. Mal schauen wir mal. Arme freischaltet vorwärts. Auf geht's auf große Weltreise. Auf zur nächsten Insel. Mo shudders. She knows the damage the spores are capable of. The fungus first poisoning the mind, then ever so slowly consuming the body. How it will spoil the verdant soil and obscure the midday sun. Despite all of its dangers, Moore frequently inhales the poison. An occupational hazard, she calls it. A sacrifice others weren't willing to make.
A few violent coughs, a few eerie apparitions, won't keep her from doing her job. After all, she is the bearer of the Omniswitch. Aha. Was geschieht hier? Leute, ich bin ein bisschen müde. War ein anstrengender Tag. Ich muss gleich mal wieder eine Pause machen. Once a bustling place. Before a great exodus. Now just a pile of broken things and abandoned ideas. The island hosts the purifiers, guarding Safon's domain. And not much else anymore. Kapitel 2, Safon, Teil 2 der Kapitel 1, okay, Teil 2. Die nächste Insel. Legen wir an und erkunden die neue Insel. Vielleicht finden wir heraus, woher dieser Mock hier kommt, woher das hier Pollen hier alle fliegen. Na dann. Let's find it out. Null von zwölf dieser über 12 Erinnerungen haben wir. Hier, die kriegen wir vielleicht da drüben. Die erste. The children used to all come here together. Miri, Moore, their friends, for the Seaberry Jam, the scarecrows and the rides. And then the exodus happened. Verzeihung, wenn ihr mich zwischendurch mal ein bisschen gähnen hört. Ist nicht, dass ich das Spiel schlecht finde und langweilig finde. Ich brauche bloß dringend einen Kaffee. The smell of sea berries in her nostrils, or is it a scent lingering in her memories? Reden wir nicht weiter drüber. Das Gift in Luft tötet bestimmte Tiere schneller als andere. Aha. Ist aber nicht schön. Muss man das Gift aber mal abhalten. Davon abhalten, Tiere zu töten. Das wollen wir ja nicht. So, hinauf hier. Her uncle is dead. He should be inside. Das Anwesen ist und doors locked. Moore's heart skips a beat. Either the fungus got to him, or he is somewhere out there, fiddling with the purifiers himself. And down, skip, 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 a bit. Genau so. Und die Jahre angehäufte, ungeöffnete Briefe. Moore kennt das nur zu gut. Der Ofen ist noch warm und duftet nach frischem Brot. Jemand ist überhastet aufgebrochen und hat vergessen, den Herd auszumachen. Okay, und wir tun ihn nicht ausmachen. So viele Flaschen, aber nur eine Sitzgelegenheit. Familienbilder. Mo ist nur auf wenigen davon zu sehen.
Onkel wartet immer noch darauf, dass sein Hund zurückkommt. Das ist ja traurig. Nun, ihr Mann ist ja nicht gestorben. Okay, ich würde gerne noch da drüben erstmal nachgucken. Da mal weiterlaufen.